Nein, übertrieben habe ich nicht. Meine liebe Leute, meine lieben Propaganda-Freunde, herzlich willkommen und guten Morgen im Aufwachraum der Narrative. Ich weiß, ist ja nicht so angenehm, aber wir müssen alle stark sein in diesen Zeiten. Ja, noch ein kurzes Wort. Ich habe jetzt endlich nach all den Jahren der Plackerei mein eigenes Namensschild bekommen, hier hochwertigst angefertigt. Ich freue mich einfach, so damit ihr auch alle mal wisst, wie ich heiße. Und dann natürlich jetzt auch noch ein Wort zu meinem Sakko. Ich weiß, es ist alt, aber Leute, es ist Sommer und es wird einfach zu warm im Overall. Und deswegen habe ich den alten blauen Schinken mal wieder rausgeholt. Und ich glaube, einige erinnern sich noch daran, ist ja noch nicht so lange her. So, aber jetzt müssen wir mal weitermachen. Also, wir haben auch heute wieder viele schöne Themen mitgebracht, aber jetzt erstmal die Leserkommentare der letzten Sendung. Ich wurde ja quasi überschüttet mit Ausbrüchen der Freude und das hat mein kaltes, schwarzes Herz dann doch sehr gerührt. Aber es gab auch Kritik, das möchte ich gar nicht verschweigen. Alfie Solomons schreibt, deine Transformation zu Anton Hofreiter ist fast abgeschlossen. Autsch! Das trifft mich dann doch schon ein bisschen und ich habe mir jetzt auch extra schon mal prophylaktisch den Bart geschoren. Sehe jetzt aus wie eine alte Transe, aber ich hoffe, das ist immer noch besser als Hofreiter. Alles ist besser als Hofreiter, ja. Dann Easy oder Itze schreibt, bitte mehr Döner, lieber Eis, vielleicht heißt er Eis. Lieber Eis, das ist eine andere Sendung, die mit Ens Jens, du erinnerst dich, schau doch einfach mal da rein, wenn du dir das so sehr wünschst, dann natürlich, mal dann vielleicht wiederholen wir das. Der Kütkerbauter schreibt, bleibt krappig, bedankt mein Herr und liebe Grüße an die Niederlande. Es heißt Niederlande oder die Niederlanden und nicht Holland. Wir machen keinen Urlaub in Holland, das ist eine Region. Und natürlich, zu guter Letzt, Götz von Baskerville, Dunkelheit. So muss es sein, sollte jeder mal gehört haben. Leute, 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 regt euch nicht auf. Dieser Anruf bei Franziska Giffey, das waren nicht wir. Ich schwöre es, wir würden sowas nicht machen. Aber es sind ja jetzt Details rausgekommen. Mein lieber Schwan, das sieht nicht gut aus. Die Giffey hat erst nach einer halben Stunde bemerkt, dass da was nicht stimmt mit Dr. Eisenfaust oder Dr. Faust. Ich fand den Namen eigentlich immer ganz lustig. Es fielen dann so seltsame Fragen wie, naja, ob ukrainische Männer in Berlin leben und Sozialleistungen erschleichen, aber auch, ob Berlin bei der Ausrichtung einer Pride helfen könne. Das sind doch ganz normale Fragen für Berlin. Ich verstehe da jetzt die Aufregung nicht. Erschlichene Sozialleistungen und Gaines, das sind doch Ur-Berliner Themen, liebe Damen und Herren. Jetzt heißt es natürlich, schlechte Miene zum bösen Spiel machen und so. Banal diese ganze Angelegenheit ist, seien wir doch mal ehrlich, da hat sich jemand einfach nur einen Scherz erlaubt, umso mehr muss man daraus jetzt natürlich eine Staatsaffäre machen. Das war das Interview, dieser Prankster Wovan und Lexus, das ist jetzt eine Angriffswaffe, damit die Berliner Bürgermeisterin ja jetzt nicht allzu dämlich aussieht, denn die eigentliche Peinlichkeit ist doch, dass der falsche Klitschko erst nach einer halben Stunde aufgedeckt wurde und sonst nix. Aber wir wollen natürlich zur Aufklärung der Sache beitragen, so gut es geht. Deshalb haben wir jetzt den einzigen, echten, unfälschbaren Bürgermeister von Kiew, Wladimir oder Vitali, ich weiß es nicht, Klitschko, eingeladen. Kannst du mich hören? Ja, ich höre ihn gut. Wunderbar, ausgegebenem Anlass. Wir müssen uns hier absichern. Bist du es wirklich? Natürlich ich bin, was denkst? Bin zusammengeschnitten wie billige Grafik? Das machen nur russische Propagandasender. Verstehe, natürlich. Also, wir würden sowas ja nie machen. Aber jetzt sag mal, das Gespräch mit der Franziska Giffey ist ja in aller Munde. Was ist denn da genau passiert? Ja, Arthur, ich bin schockiert, ehrlich. Ich habe mit ihr gesprochen, wie man kann helfen, Kiew im Krieg gegen Orkland. Giffey also ganz konkret machen Gay Pride mit Bandera-Logo in Kiew, schicken radikale Kämpfer von Neukölln. Aber wir wollen nicht Schittol werden wie Berlin. Völlig klar, lieber Herr Dr. Klitschko, wenn du Berlin importierst, dann hilfst du nicht Berlin, sondern du wirst wie Berlin. Da,
Aber dann, nach halber Stunde, ich bin stutzig geworden und mich erinnert, Giffey hat geklaut Doktortitel, ich gefragt und sie auf einmal nervös. Dann ich gefragt, was ist mit Berlin-Wahl, war da korrupt, schlimmer als Ukraine, ich sage dir. Dann Giffey sagte, oh, Verbindung schlecht, wir telefonieren andere Mal, ciao, Kakao. Ich schockiert habe ich gesprochen mit falschem Bürgermeister. Da habe natürlich sofort Gespräch aufgehört, das ist hybride Kriegführung von Deutschland. Sie liefern nicht die schweren Waffen, dann mache Telefonat mit falschem Bürgermeister. Lieber Herr Dr. Klitschko, ich bin auch entsetzt. Was sind jetzt die Konsequenzen aus diesem Debakel? Ich habe Beschwerde schon weitergegeben an ukrainisches Gouverneur von Deutschland, Andrei Melnik. Der wird machen mediale Razzia in alle Talkshows. Anerwil, Maschberge, Hart Aberfer. So einen Vorgang darf nicht wiederholen, sonst wir machen zweites Ukraine-Deutschland, das geht nicht. Genug Ukrainer ja schon da. Aber jetzt entschuldigen, habe noch wichtige Telefonat mit Militärberater aus Köpenick. Ist der ehemalige Hauptmann, ich denke. Tschüss. Von dem habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Na dann, viel Erfolg für die Zukunft, Herr Dr. Faust, Herr Dr. Klitschko. Bis dann. Ja, liebe Damen und Herren, so viel zur Aufklärung dieser verrückten Telefonstreich-Affäre. Und das war jetzt der erste Streich, der zweite folgt sogleich. Wir gehen in eine kurze Pause und dann sind wir wieder da mit weiteren Crazy News. Oh yeah!